Denver gab es ja früher so eine Fernsehserie. Und da gab es Alexis, die Frau, die so viele Intrigen gemacht hat und so. Ich habe gesagt, nimm dich ein bisschen in Acht vor meiner Mutter. Sie ist ein bisschen so wie Alexis in Denver. Der Denver-Clan in Tirol. Geht es schon wieder los? Was man sich da alles antut in so einer Hoteldynastie? Es war von Anfang an klar, dass ich das nie machen werde. Und dass mein Bruder das Zugpferd ist. Das war schon relativ früh klar. Ja. Ich war immer lieber Gast. So. Ja. Sehr gescheit, die junge Dame. Weil von einem Hotel die Erben, na, die müssen sich ja oft wahnsinnig abrackern. Was das alles erfordert, wie meine Mutter sich da abquälte mit Kochen. Und später tat ich eigentlich das Gleiche, ja. Aber das Essen muss halt auch stimmen im Urlaub. Am besten direkt aus dem Stall auf unseren Teller. Von diesen Zwergschafen oder von den Hasen oder von den Meerschweinen wird auf unserem Betrieb sicherlich keines geschlachtet. Das kann ich garantieren, weil dann bringe ich mich meine Gäste Kinder um. Das geht nicht. Das ist ja wieder eine illustre Kombo heute in diesen Hoteldynastien. Im Tannheimer Tal im äußersten Nordwesten Tirols an der Grenze zum bayerischen Allgäu steht oberhalb des Ortes Tannheim das Hotel Jungbrunn, auf einem Grund, der wegen einer Quelle schon immer Jungbrunn geheißen hat. Heute schlägt dieser alte Flurname einen schönen Bogen zum gerühmten Spa-Bereich des Hotels. Aber auch die 7800 Quadratmeter Wellnessanlage des Jungbrunn war nicht immer so modern. Wir haben eine der ersten Wellnessanlagen in ganz Österreich erkannt. Das war dann, glaube ich, 1993. So ein bisschen die Römerzeit hat man da in der Therme verbaut. Wenn man da heute drüber nachdenkt, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Mama und Papa haben drei Buchstaben: T-U-N. Tun. Das haben wir einfach gemacht. Immer Sauna gebaut und da. Und irgendwann kam dann die Nachfrage extrem und dann haben wir keine Behandlungskabinen gehabt. Und dann haben wir über Nacht mit den Hausmeister Regipswände aufgestellt und dann haben die Behandlungskabinen dahin gebaut. Und so hat sich das Ganze entwickelt und dann ist natürlich die Welle irgendwann dann richtig losgegangen und wir waren dann natürlich schon voll mit drin. Wir haben 1992 unser ganzes Geld in unsere neue Wellness- und Spa-Anlage investiert und haben in unserer Baueuphorie übersehen, dass wir eigentlich weg von dem Bushotel, weg von den Reisegruppen einen ganz neuen Kunden brauchen. Das haben wir total übersehen. Das heißt, wir haben gebaut, das Haus aufgesperrt und es war nichts los. Aber die Banken hatten immer großes Verständnis und hatten damals sicher den Eindruck, dass wir in etwas investiert haben, was Zukunft hat, was aber natürlich nicht so funktioniert, dass man investiert, aufsperrt und dann sind die Gäste da. Das ist ja ein Prozess, der auch 1, 2, 3 Jahre dauert. Bis 2006 war dann der Wellnessboom. Da ist dann richtig herumgegangen und super und schön und toll. Und dann 2006, 2007 haben meine Eltern dann gesagt, so, und jetzt müssen wir einen Schritt wieder weitergehen und sind dann damals zum ersten alpinen Lifestyle-Hotel der Welt geworden. Speziell die Mama mit ihren Ideen hat dann Stadelholz innen drin verbaut und viele Dinge halt gemacht, die eigentlich der Architekt gesagt hat, so, boah, das kannst du nicht machen, so als Holz da jetzt einbauen in das schöne Haus. Meine Eltern war es halt immer wichtig, was zu machen, was es sonst nirgendwo gibt. Ja, die Mama mit den Ideen. Die hat Schau- und Werbegestalterin gelernt und als Mannequin gearbeitet. Geboren ist sie in Deutschland, aufgewachsen in der Kleinstadt Hanau vor den Toren Frankfurts. Eine Hessin also.
sture Hessekopf, gell? Und es gibt auch den sturen Tiroler Schädel. Mir sind die Tiroler unglaublich ans Herz gewachsen. Sie sind ehrlich und echt und unverbogen und geschäftstüchtig. Die Tiroler sind lustig, die Tiroler sind froh, sie verkaufen ihre Betten und schlafen auf Stroh. Ist genau so. Wenn man keine Industrie hat, dann hat man die Gästebetten an die Fremden vermietet. Sie können mit Minimum das Maximum erreichen, weil sie einen starken Willen haben. Und das macht die Tiroler sympathisch. Das sagt eine Deutsche. Die Tochter von der Deutschen und dem Tiroler Hotelier, das ist die Viviana. Die hilft im Hotel ein bisschen beim Social Media. Im Hauptberuf ist sie Schauspielerin. Als Kind hatte sie schon im Bergdoktor gespielt, der deutsch-österreichischen Koproduktion. Wie passend. Fühlt bin ich 100% Tirolerin. So. Also wirklich. Ich fühle diese, auch wenn Mama dann immer ein bisschen persisch vielleicht, aber ich fühle diese deutsche Seite, ich fühle sie einfach nicht. Es ist nicht da für mich. Ist echt so. Vielleicht die Sprache ein bisschen, aber das kommt auch durch meinen Beruf. Das habe ich lernen müssen, Hochdeutsch zu reden. Aber sonst 100% Tirol, 100% Tannheim. Aus. Mein Traum war immer, zuerst Fußballkarriere, ein bisschen Geld verdienen und dann zurückkommen und das dann ins Hotel einschicken. Er wurde bei Bayern München mit 14 zum Probetraining eingeladen. Er hat gut mitgespielt in dieser Mannschaft, war jetzt aber nicht auffällig, aber hat mitgespielt. Bei einem gewissen Gerd Müller habe ich vorspielen dürfen. Die Jungs, mit denen ich damals trainiert habe, ja, die haben halt schon richtig Muskulatur gehabt und waren halt ja, schon Männer eigentlich. Dann waren die 2 Tage vorbei. Der Trainer hat dann ein super Gespräch mit mir geführt, ohne den Marcel, und hat mir gesagt, er spielt gut. Sie würden ihn einschätzen, vielleicht schafft es in die 2. Liga. Aber für die Bayern ist es zu wenig. Und ich habe zu Marcel natürlich nichts gesagt, sondern wir sind dann ins Auto und sind dann nach Hause gefahren und haben 1 Stunde lang im Auto erst einmal kein Wort geredet. Nach 1 Stunde sagt er zu mir, Papa, ich will in die Hotelfachschule. Wir haben das Glück dadurch, dass da ein Fluss vorne wegrennt, der dieses monotone Rauschen hat. Die Gäste, die sagen, die haben geschlafen wie die Herrgötter. Zu 99% kommen die tiefenentspannt nächsten Tag zum Frühstück. Wir haben unser Dorf für den vollkommen falschen Gast gebaut. Weil wir haben gesagt, wir bauen jetzt ein romantisches Bergbauerndörfchen oder Alpenhüttendörfchen im Tal. Für Gäste, die irgendwo in der Großstadt in einer Wohnung wohnen, weil die werden sich ja natürlich sehnen nach einem eigenen Häuschen einmal im Grünen. Der Gast ist nie gekommen. Der ist überfordert mit sowas. Wir haben in der Zwischenzeit 95% Gäste mit eigenem Garten. Und das sind die Gäste, die es am meisten schätzen. Die können sogar mit der Natur umgehen. Ich gehe selber gern durch dieses kleine Dorf. Da sollen Kraftlinien durchgehen. Und wenn einer dieses Spirituelle spürt oder was, anscheinend ist es so. Weil ich bin eher ein bisschen so der Rustikale. Ich würde es wahrscheinlich nicht so merken, aber es gibt sehr viele feinfühlige Leute, die das merken. Das ist ein historischer Betrieb, nicht? Bei 1283. Das ist das erste Mal urkundlich erwähnt worden. Und dadurch, dass auf einem Hof jetzt schon einmal nachweislich 13 Generationen Hartwiger sind, können wir schon hernehmen, dass es eher ein alter Hof ist. Unsere Gäste können sich aussuchen, ob sie zu uns ins Gutshaus kommen und am Frühstückbuffet teilnehmen oder sich einfach einen Frühstückskorb fürs Ferienhaus bestellen. Was nur möglich ist, haben wir biologisch produzierte Nahrungsmittel. In erster Linie natürlich alles, was der Hof hergibt.
Wir sind auch einer der ersten Biobauernhöfe in Kärnten. Und ganz wichtig ist uns die Kreislaufwirtschaft. Wir gehören zu den Slow-Food-Betrieben, die sich das ganz genau anschauen, was sie wirklich auf den Teller bringen. Gerhild Hartweger stammt aus einer Bergbauernfamilie und hat als Lehrerin gearbeitet, bevor sie von Unter- nach Oberkärnten hinauf geheiratet hat. Das Landgut Moserhof ist im Touristikersprech ein Chaletdorf. Aber eigentlich ist es ein Biobauernhof, zu dem auch eine stattliche Forstwirtschaft gehört. Im hofeigenen Sägewerk werden auch großteils die Möbel selbst gezimmert, die dann in die Hütten kommen. Zum Beispiel Betten aus Zirbenholz für den elterlichen Schlaf. Die Sprösslinge fallen eh wie die Steine ins Bett. Für Kinder ist es ein absolutes Paradies, weil sie einen riesen Aktionsradius haben und dann doch 12, 13 Familien da sind, wo so viele Kinder sind, dass immer irgendwo passende Kinder für Kinder sind. Dass sie altersmäßig irgendwo zusammenpassen. Und du merkst, das dauert vielleicht 2 Tage und schon ist so eine Gruppenbildung. Die Mädels sind bei den Pferden, die Jungs gehen angeln oder sind an der Möll. Wir merken, dass die sich sofort gut verstehen. Genauso wie die Eltern, die haben alle irgendwo eine psychologische Verwandtschaft. Weil sonst würden sie sich das Produkt ja nicht aussuchen. Nicht? Es kommen auch Gäste, die haben noch nicht alle Tiere in echt gesehen. Es gibt Kinder, die kennen nur Kuscheltiere und die fassen das erste Mal einen Hasen an. Ganz normale, simple Sachen, was bei uns ganz was Selbstverständliches ist, bist du dann draufgekommen, oh, da haben wir Lücken, da haben wir sehr starke Lücken. Aber keine Sorge, andererseits werden die sich auch denken, wenn sie mir was erzählen, Mensch, der hat auch Lücken. Die nächste Generation Moserhof kommt gleich und vorher geht's nach Saalbach in ein Hotel mit der Après-Ski-Alm in Österreich. Na, servus, gleich. Zurück bei unseren Hotellegenden. Im Salzburger Pinzgau liegt das Spitzenskigebiet Saalbach-Hinterglemm. An einem Hang oberhalb des Saalbacher Ortskerns steht seit 1972 das Ski- und Art-In-Hotel Hinterhaag. Empfangen wird der Gast da erstmal vom Spiegelbaum, einem Werk der Künstlerin und Gastronomin Evi Fersterer, deren Sohn Seppi heute das Hinterhaag führt. Seppi Fersterer ist neben Saalbach auch in der Toskana aufgewachsen. Das Hotel ist seit 1987 ein reiner Winterbetrieb. Meine Kindheit in der Toskana hat mich schon sehr geprägt. Ich kann Italienisch. Den Lebensstil von den Italienern habe ich natürlich auch mitgenommen. Wo es ein bisschen lässiger ist als bei uns. Also, das machen wir morgen und das machen wir übermorgen nicht. Nicht unnötig lange gewartet hat er mit der Erfüllung seines Kindheitstraumes vom Gourmet-Restaurant, nachdem er schon mit 18 Jahren übernommen hat. Im hoteleigenen Seppis gibt's vor allem wahnsinnig dicke Steaks. Wir haben eine toskanische Küche, so wie es in Italien die Hausfrauen auch kochen. Die Zimmer sind relativ clean gehalten, so wenig Schnickschnack wie möglich, damit man zur Ruhe kommt. Mein Vater hat mir handwerklich viel beigebracht. Der hat eigentlich alles gemacht. Ich sage, es sind Tausendsasser dazu. Ne? Maschinen erfunden für die Reformwerke, hat vom Hotel bis zur Alm nachher eben alles selber gebaut. Wie mein Vater verstorben ist, ist halt nachher einmal der erste große Umbau vor der Tür gestanden. Und da war eben der wichtige Aspekt, alles in Altholz zu bauen und doch eben auch mit sehr viel Glas, damit man eben das Licht reinbekommt, das eben nicht zum Drücken anfängt. Und natürlich eben die Kunst von meiner Mutter. Es ist schon sehr prägend da herin. Evi Fersterer führt seit Jahrzehnten eine Art Doppelleben.
Als Künstlerin hat es die dreifache Mutter in die Meisterklasse der Royal Academy of Arts in London geschafft. Sie hatte Einzelausstellungen in New York, Wien, St. Petersburg und ist als Malerin und für ihre Skulpturen bekannt. Ihr zweites Gesicht zeigt sie seit 1976 in der Hinterhagalm, 100 Meter vom Hotel entfernt. Die Gastronomie hat sie als Kellnerin im Elternhaus gelernt, dem Kirchenwirt in Leogang. Zu ihrem Herzerltanz in der Alm kommen jeden Wintertag um 5 Uhr Après-Ski-Hasen aus ganz Europa angereist. Die Menschen macht's für den Moment glücklich, mehr will ich nicht. Am 26. Jänner 1977 habe ich das erste Mal von oben den Herzerltanz gemacht. Seit diesem Tag war die Alm niemals mehr weniger voll oder leer. Immer voll. Und mein Mann hat immer gesagt, Herzerltanz, Eva, musst du immer machen, und wenn sie dich hinauftragen. Ich war ein uneheliches Kind, ein lediges Kind hat das damals geheißen. Und ich bin in Gries im Pinzgau in einer Holzhütte geboren. Und meine Mutter war Kellnerin in Rauris. Und ich habe bei den Großeltern gelebt. Und die Großmutter war strenger, aber der Großvater hat mich geprägt. Martin Gassner. Und später war ich 5 Jahre alt. Dann durfte mein Vater, Georg Stöckl, der reiche Kirchenwirt, die arme Franziska Gassner heiraten. Ja, das war ja damals was. Und wie die geheiratet haben, musste ich von dem Holzhaus nach Leogang. Und ich durfte meinen Großvater sozusagen nicht mehr sehen. Und der hat sich dann das Leben genommen. Im Kirchenwirt in Leogang war dieses Zimmer, wo ich da zu den Eltern hineinkam. Und ich erinnere mich noch, wie sie mich da hineingelegt haben. Und dann kommt der Großvater und beugt sich über mich. Und die Tränen rinnen herab. Und sagt, wenn ich mein Everl nimmer hab, dann lebe ich nicht mehr lang. Und das war eigentlich aus später Sicht, bei mir muss immer alles herabfallen, dass ich glaube, das ist Liebe, ja. Aus später Sicht die Geburtsstunde des Herzerltanzes. Im Tannheimer Hochtal gibt es 6 kleinere Skigebiete mit insgesamt 500 Pistenkilometern. Das legendärste Hotel im Tal, das Jungbrunn, hatte Markus Gutheinz einst von seinen inzwischen verstorbenen Eltern übernommen. Die Jungbrunn-Geschichte hat begonnen in den 50er Jahren. Damals ist meine Mutter, eine Zillertalerin, auf eine Wintersaison nach Tannheim gekommen, in Schwarzen Adler, und hat dann meinen Vater kennengelernt. Mein Vater war Wagner und hat selber Skier produziert, den Gutheinz-Ski, und im Sommer Ruderboote, Wagenräder und alles, was halt mit Holz zu tun hatte. Dann sind sie vor der Entscheidung gestanden, entweder geht mein Vater zu der Firma Kneisel nach Kufstein oder sie bleiben in Tannheim und machen Gastronomie. Und dann hat sich meine Mutter, wie auch in den späteren Jahren, eigentlich ständig durchgesetzt und hat meinen Vater überredet, hier zu bleiben. Und sie haben dann den ersten Skilift gebaut, 1957. Und dazu das Liftcafé. Dann sind die ersten Gästezimmer dazugekommen. Das waren aber keine Doppelzimmer oder gar Suiten,
sondern es war Anfang der 60er Jahre ein Matratzenlager, 10 Stockbetten mit einer Toilette und einer Dusche. Der Grundstein des Jungbrunns. Seine spätere Frau, aufgewachsen im Frankfurter Vorort Hanau und zu der Zeit als Fotomodell unterwegs, lernt der Tannheimer Junghotelier dann mit Ende 20 auf einer Insel kennen. Ich bin mit einem Freund nach Ibiza in Urlaub gefahren. Und da gab es in der Stadt in Ibiza ein großes Café, 100 Tische, ständiges Kommen und Gehen. Und dort haben wir am frühen Nachmittag ein spätes Frühstück eingenommen und sitzen zu zweit am Tisch. Und dann kommt eine junge, hübsche Frau an uns vorbei, geht an unserem Tisch vorbei mit vielen Einkaufstüten und setzt sich 3 Tische weiter alleine an den Tisch. Und dann sage ich zu meinem Freund, schau dir mal den Hasen an, wie man bei uns so gesagt hat, schau dir mal. Ist doch hübsch. Und dann sagt er zu mir, das finde ich jetzt nicht hübsch. Ist überhaupt nicht mein Typ. Dann sage ich aber, die ist doch total hübsch. Und dann hat er zu mir gesagt, und außerdem brauchst du gar nicht zu ihr hingehen. Ein Mädel, die so viele Einkaufstüten dabei hat, ist mit Sicherheit nicht alleine hier. Ich habe in Mittelhessen damals gelebt. Und zu meinem Geburtstag schenkte mir damals mein Lebensgefährte eine Woche Ibiza, um mir klar zu werden, was ich im Leben will und ob ich ihn heiraten möchte. Ja. Und somit bin ich nach Ibiza gereist und habe am letzten Urlaubstag, ich war noch ein bisschen in der Altstadt, hatte noch so ein paar Tüten dabei und setzte mich ins Café Marisol. Und ich bin dann zu ihr hingegangen und habe gesagt, Servus, kann ich dich auf einen Kaffee einladen? Einfach so? Auf einmal, wie aus dem Nichts, kam ein junger Mann ums Eck mit blauer Jeans, blauem Jeanshemd, hellblauen Augen und einem österreichischen Dialekt. Und dann hat sie mir angeschaut und hat gesagt, ja, warum nicht? Und so habe ich vor 31 Jahren meine Frau kennengelernt. Einmal mutig, einmal das Richtige machen. Ja. Mein Problem hat sich von einer Sekunde auf die andere gelöst. Ich wusste, dass ich meinen Ex-Freund nicht heiraten werde. Und wir haben uns dann telefonisch verabredet und haben uns ein paar Tage später in München getroffen. Wir haben ein wunderschönes Essen gehabt, wir hatten es lustig gehabt und er sagt, er muss relativ schnell wieder nach Tannheim, weil es gibt eine Getränkesteuerprüfung. Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sie ist mit mir dann nach Tannheim gefahren. Und erst auf dem Weg habe ich ihr dann ein bisschen was erzählt, was sie jetzt da erwartet, wo sie hinkommt, weil sie wusste nichts von einem Hotel oder von meiner Familie. Ich musste jetzt was sagen. Und dann dachte ich mir, tja, ich bin verheiratet, habe 2 Kinder, alles nicht so schlimm. Aber er sagte nein, ich wollte dich nur warnen, meine Mutter ist wie Alexas in Denver. Sie hatte nicht die richtige Kleidung an, die man eigentlich als Frau anzieht, wenn man seine zukünftige, vielleicht Schwiegermutter kennenlernt. War ein schlechter Einstieg. Ich habe mich natürlich sehr schick gemacht. Also ich hatte schwarze Cowboystiefel an, einen roten Minirock und ein rotes Oberteil. Stiefel und einen kurzen Rock. Schwarze Stiefel, roter Rock. Sexy. Ibiza, München, Tannheim. Mama natürlich war gekleidet für ein Date und nicht um die Schwiegereltern kennenzulernen. Jetzt kann man sich vorstellen, meine Oma, Zillertalerin, ja, die war natürlich schon. Die Oma war herbe. Also das war schon eine, die richtig, die hat ihre Meinung gesagt und die Mitarbeiter, es war damals eine andere Zeit. Wir haben halt viel Mitarbeiterwechsel gehabt. Die Familie hat mich gesehen, aber ich glaube nicht, dass sie von mir geträumt haben und haben sich so ihre Schwiegertochter vorgestellt. Diesen geliebten einzigen Sohn so eine Deutschen zu geben, das war für sie schon eine harte Nummer. Wir können jetzt nicht sagen, das berühmte Mölltal, weil so ganz berühmt ist es ja nicht. Aber es ist das Mölltal. Und der Ausgangspunkt des Mölltales ist eigentlich schon sehr bekannt und das ist der Großglockner. Durch das Mölltal fließt die Möll und diese Möll entspringt an der Basterze des Großglockners.
Der Ursprung des Moserhofs wird auf das Jahr 1283 berechnet. Die erste Zimmervermietung gab es 1952 durch Inge und Franz Hartweger. Und die Kinder von Gerhild und Heinz Hartweger schicken sich jetzt nach langen Wanderjahren so langsam an, heimzukommen. Helene, die Ältere, hat als Juristin gearbeitet, an der Werbeakademie gelernt und macht heute auch das Marketing vom Moserhof. Heinz Junior hat an einer Spitzenuni in Spanien studiert. Jetzt arbeite ich in der Finanzwelt in London. Wenn ich wieder mal daheim bin, dann mache ich da Frühstücksservice und räume halt den Tisch ab und rede mit den Leuten. Und dann fragen sie, ja, was machst du jetzt? Und dann erzähle ich halt, was sie machen. Und sie so, was? Und du räumst jetzt bei uns den Tisch ab? Ich so, ja und? Ich bin im Mörtel aufgewachsen, ich habe meine Wurzeln da. Vom Viecherfüttern bis zum Grasmähen, bis zum Heigen. Ich kann alles. Ich habe die Kleintierfütterung schon ziemlich oft gemacht. Es läuft, die Kinder haben Spaß. Aber wenn der Bauer Heinz das davor schon gemacht hat, ist es halt komplett. Ja, es ist nicht wirklich so die gleiche Szenerie. Also man kommt da nicht hin. Ich finde es ganz wichtig, in der Kindheit Tiere zu haben. Die Kinder zu sehen und zu beobachten, wie sie das erleben. Dass ich sich erschrecke, weil jetzt ein Hühnerei doch warm ist. Ich habe schon das Bedürfnis, jetzt einfach langsam, also noch nicht vielleicht morgen, aber langsam ganz am Land zu sein wieder. Ja. Vielleicht eine Familie zu gründen, das ist auch ein großer Punkt. Weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass meine Kinder in der Stadt aufwachsen. Ich bin im Paradies eigentlich groß geworden und das hätte ich gern für meine Kinder eigentlich auch. Ja. Voriges Jahr zu Ostern rennt ein Kind rein und sagt, Bauer Heinz, da draußen das Schaf, das ist krank. Ich habe auch nicht gewusst, was los ist, bin ich rausgegangen und dann haben wir wirklich gesehen, das Schaf ist gerade bei der Geburt dabei. Das hat eine Viertelstunde gedauert, da sind 20 Kinder dabei gestanden, man hätte eine Stecknadel runterfallen hören. Und es ist Gott sei Dank alles total natürlich abgelaufen. Das Schaf hat ein Lämmchen geboren gehabt, das Schaf ist nach der Geburt aufgestanden, das Schaf hat das Lämmchen beleckt und nach einer Viertelstunde ist das Lämmchen aufgestanden und alle Kinder haben dazu sehen können. Das war eines der größten Erlebnisse, was die Kinder jemals gehabt haben. Das war auch für mich ein schönes Erlebnis, weil du gemerkt hast, mit welcher Andacht die Kinder hier zuschauen. Und die Gäste, die da gebucht haben, kommen die meisten heuer wieder. Gell? Die habe in der ersten Osterwoche wieder alle da. Also so eine richtige Kundenbindung war das. Wenn man so ein bisschen zurückschaut, da hätte man, wenn man das Wild geschossen hat, das Garagentor zugemacht, damit die Gäste das Wild nicht sehen. Und jetzt möchte der Gast alles sehen, was da am Hof passiert. Das ist ganz eine normale Situation. Das ist eine Entnahme in der Natur. Das ist für mich auch ganz eine normale Kreislaufwirtschaft. Unterbrochen wurde der natürliche Kreislauf am Moserhof im Februar 2004. Nach 20 Jahren langer Umbautätigkeit waren wir genau ein halbes Jahr mit der letzten Ferienwohnung im Dachboden fertig. Und dann ist durch einen Kabeldefekt der ganze Hof abgebrannt. Das Nebengebäude mit Ferienwohnungen, das Hauptgebäude mit den ganzen Ferienwohnungen und der Pferdestall. Ich war gerade im Teenageralter. Und es ist halt, man hat dann von heute auf morgen nicht einmal mehr irgendwie eine Unterwäsche oder die ganzen Liebesbriefe sind verbrannt. Also Kleinigkeiten. Es ist für die gerade in dem Alter halt einfach irrsinnig schlimm. Mein Zimmer war halt ganz weg. Es war halt der Schicksalsschlag. Viele Menschen haben einen Schicksalsschlag, der oft noch viel schlimmer ist, aber das war halt entschneidend, sagen wir so. Wenn du 20 Jahre lang gearbeitet hast, wie verrückt, und das
ganze Verdiente wieder in diesen Betrieb gesteckt hat. Und dann ist dieses Ganze in einer Nacht Schutt und Asche. Dann dauert es mal eine Woche, bis du so halbwegs dich besinnst. Und dann kommt irgendwann diese Trotzreaktion. Und jetzt erst recht. Und jetzt bauen wir noch mal ganz von vorne was ganz Neues. Das Chaletdorf Moserhof. Und was gleich noch alles kommt, im Mölltal, im Tannheimertal und in Saalbach. Gleich. Zurück bei den Hotellegenden. Im Hotel Jungbrunn hat Hotelier Markus Gutheinz als junger Mann seine deutsche Frau Ulrika auf Ibiza kennengelernt und schnell geheiratet. Im Hotel hat es das junge Paar dann erstmal Seite an Seite mit seinen Eltern versucht. Meine Mutter hat ja, wenn jetzt 100 Gäste da waren und der Küchenchef hat 100 Semmel bestellt fürs Frühstück, hat sie immer grundsätzlich 20 Semmel wieder abbestellt beim Bäcker, damit ja keine übrig bleibt. Das heißt, die letzten Gäste am Buffet, am Frühstück, hatten keine Semmel. Jetzt ging meine Frau dann abends an den Tisch und hat gefragt, ob alles okay ist. Dann haben sich die Gäste beschwert, zu wenig Semmel. Meine Frau geht an die Schank, sagt zu meinem Vater, der da die Schank gemacht hat, ich brauche 4 Obstler, weil die Gäste haben sich beschwert, um da was gut zu machen. Dann hat er ein bisschen missmutig die 4 Obstler der Ulrike gegeben. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, du, mit der wirst du das nicht schaffen, weil die verschenkt dir alles. Als wir dann fest zusammenblieben, hat es ja auch ziemliche Spannungen gegeben zwischen ihr und meiner Mutter. Das hat sich hochgeschaukelt bis zu einem Moment, wo ich gesagt habe zu Ulrike, lass uns vom Jungbrunn weggehen, gehen wir erst einmal zu dir. Sie hatte zum Glück noch in Hanau eine Junggesellenwohnung, der Marcel, halbes Jahr alt. Wir haben wirklich so unsere 7 Sachen zusammengeräumt. Markus wollte sein Auto nehmen und dann sagte meine Schwiegermutter Elisabeth, nee, 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 das Auto, das ist mir, das bleibt da. Und so sind wir mit meinem Golf dann nach Hanau geflohen. Ja, wir hatten nicht mehr viel, Markus hatte noch weniger. Das war die Wahrheit, ja. Wir waren dann in der Wohnung, sind dort eingezogen. Dann hat meine Frau zu mir gesagt, ich könnte ja mal in meiner Agentur anrufen, dass ich verfügbar wäre. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Job. Das hat dann auch nur einen Tag gedauert. Dann kam schon der erste Job. Dann war sie 2 Tage da, dann war der nächste Job in Paris. Dann war wieder ein Job dort und da. Sie war viel unterwegs und ich bin plötzlich in die Rolle eines Hausmanns in Hanau in einer 30 Quadratmeter Wohnung gelandet. Und habe mich um meinen Sohn gekümmert. Und habe seit dieser Zeit auch höchsten Respekt vor allen Müttern, Hausfrauen oder Hausmännern, die sich unter Anführungszeichen nur um ihren Haushalt, um ihr Kind kümmern. Weil ich habe das selber monatelang gemacht. Ich war am Abend müde, ich war den ganzen Tag beschäftigt und hatte eigentlich kein wirkliches Erfolgserlebnis. Da kommt keiner, er sagt, das hast du aber super gemacht heute oder hast entsprechend verdient. Und meine Frau, die kam zurück aus super Jobs aus Paris, euphorisch, gut drauf. Und ich bin eigentlich immer mehr in die Depression abgerutscht. Ihm war so das Geweih geraubt und er stand so ein bisschen nackt da in der Stadt. Und deshalb wollte er auch nicht mit anderen kommunizieren, hat sich komplett so zurückgezogen. Bis dann mein Vater anrief und gesagt hat, kommt doch zurück, wir wollen das noch mal gemeinsam versuchen. Sohn Marcel, der seit 2017 das Jungbrunn führt, hat die Hotelfachschule in Innsbruck und danach Stationen in der Sansibar auf Sylt, dem Münchner Oktoberfest und eine Ausbildung zum Sommelier absolviert. Und dann zum Schluss war ich noch in Amerika. Da war halt das Thema Psychologie. Es ist nicht nur wichtig, wie ein Gast begrüßt wird. Es ist klar, dass da Kopf hoch schauen, willkommen heißen, Hand geben, diese ganzen Dinge ganz wichtig. Klar, aber auch die Mitarbeiter. Wenn ein Mitarbeiter zu uns kommt, ein Junger, kommt aus Hamburg oder überall her, der muss natürlich auch so aufgenommen werden, wie ich damals in einem fremden Kontinent jetzt. Eigentlich glaube ich, am Ende von jedem Tag geht es immer nur um die Menschlichkeit und
speziell auch unsere Mitarbeiter. Jetzt haben wir 149. Man muss sich mal vorstellen, eine Ayurveda-Therapeutin und ein Hausmeister in einem Unternehmen, da treffen ja Welten aufeinander. Alleine Osho die Typen, 150 verschiedene Individualisten. Und da musst du halt immer schauen als Chef, dass du das zusammenhältst, das Ganze. Führen heißt einfach da sein, Vorbild sein, wertschätzen. Keine Vorurteile haben. Augenhöhe, Respekt. Wer fragt, der führt. Ich glaube, das ist ganz entscheidend in der heutigen Zeit. Und man darf sich da auch nicht mehr verschließen. Weil die Mitarbeiter, die schwimmen da nicht ins Haus. Ich habe auch mal vor ein paar Jahren ein interessantes Seminar besucht von einem Mentaltrainer. Der hat gesagt, ihre Mitarbeiter sind ihr Spiegelbild. Und dann gab es ein Raunen im Saal. Und neben mir saßen zwei, die haben gesagt, meine Mitarbeiter sind doch nicht mein Spiegelbild. Entschuldige. Aber wenn man das hinterfragt, dann ist es wirklich so. So wie ich mit den Menschen umgehe und so wie ich bin, so sind auch meine Leute. Die strahlen die Atmosphäre aus, die wir vermitteln wollen. Hanau war rückblickend die schlechteste Zeit meines Lebens. Auf der anderen Seite war es die beste und schönste Zeit meines Lebens, weil die Beziehung, die heute noch zwischen meinem Sohn und mir da ist, kommt mit Sicherheit auch aus dieser Zeit. Und die hat uns als Paar auch sehr zusammengeschweißt, weil ich gespürt habe, dass ich da jemanden gefunden habe, der hundertprozentig zu mir steht. Und umgekehrt, davon profitieren wir, denke ich mir, auch heute noch und für immer, glaube ich. Im Salzburger Pinzgau steht oberhalb von Saalbach das Art- und Ski-In-Hotel Hinterhaag. Lange Jahre hat die Künstlerin und Seniorchefin Evi Fersterer selbst im Hotel gekocht, bevor ihr 2003 verstorbener Mann Sepp die Hinterhaag-Alm gebaut hat. Dann hat sie über Jahrzehnte sehr viele Biere gezapft. Aber trotz Après-Ski und Herzerltanz ist sie natürlich nie von allen auch zurückgeliebt worden. Ich gehe immer mit Kritik so um. Wenn man zu mir was Blödes sagt, dann denke ich nach, wie kann ich das ins Gute verwandeln? Also sagen die da unten, die Bergziege da oben, dann gehe ich in der Alm und kränkt mich natürlich. Und dann tue ich einen Ofenkartoffel mit Ziegenkäse drauf und den nenne ich Ofenkartoffel-Bergziege. Und das ist bis heute der bestgehendste Kartoffel. Mein Vater war Saalbacher. Der ist damals als Holzknecht-Bub nach Saalbach gekommen. Und mein Papa ist, wie ich 18 gewesen bin, innerhalb von einer Woche an akuter Leukämie verstorben. Hallo. Ist noch sehr tragisch gewesen. Ich weiß das nur, die Mama ist heimgekommen mitten in der Nacht mit meiner Schwester. Und hat an der Tür geklopft und dann habe ich schon gewusst, die Mama ist heimgekommen und der Papa ist nicht dabei. Nicht. Mein Mann war immer gesund und wenn wer krank war, dann waren wir das, weil wir schwächer waren wie er. Er hat mir immer alles weggehalten. Er hat alles auf sich genommen. Aber dass er irgendwann einmal so plötzlich sterben würde, das war dann das Schlimmste. Was ein großes Glück damals gewesen ist, ist, dass die Saison angefangen hat. Ja? Und die Gäste haben geholfen, das zu verarbeiten. Ja? Also das ist nicht nur so, dass bei uns Gäste sind, die was eben das Geld da lassen, sondern Gäste sind schon auch Freunde. Und der junge Sepp hat gesagt, Mama, geh nicht weg, weil der hat am besten gewusst, dass ich das jetzt nicht mehr aushalte. Und ich bin auch geblieben und wir zwei haben das irgendwie geschafft. Ich bin sehr stolz auf ihn. Ja. Ja, und der Stolz der Mama, ihr Nachzügler nach zwei Mädchen, empfängt jetzt jeden Abend seine Gäste im hoteleigenen Restaurant Seppis.
Die meisten kommen zu mir wegen die Bistecca alla Fiorentina. Nicht? Das sind die drei Finger dicken T-Bone Steaks. Ich bekomme die Ware aus der Toskana von meinem Metzgerfreund, von Andrea. Und wir reifen uns nachher weiter in die Dry Age. Und der Ablauf ist so, dass zuerst in der Lounge platziert werden. Da bekommen sie die Speisekarten. Und dann stellen die Bisteckas vor, verschiedenen Variationen. Dann dürfen sie die ganzen Weine probieren, dass halt da schon die Kommunikation stattfindet. Und ich habe auch nur große Tische. Wer zu zweit kommt, sitzt mit den anderen zusammen am Tisch. Weil schweigen können wir daheim auch. Ich blicke heute zurück auf ein volles Leben mit natürlich viel mehr Schmerz wie Freude. Aber gesungen habe ich dadurch nur, dass ich malen konnte. Ja? Und so konnte ich alles überwinden. Jeder Mensch hat sowas. Und auf das muss er schauen, dass er sich das innen drinnen, dieses, was da ist, einfach erhält, um damit das Leben zu bewältigen und noch was Gutes zurückzugeben. So sehe ich das aus heutiger Sicht. Wir heizen das ganze Dorf mit Holzhackschnitzel. Ein Baum, das ist ein normaler Kreislauf, wie wenn du jetzt ein Feld bestellst, nur von der Zeitdimension ganz anders. Ich bin sowieso ein absoluter Holzmensch. Ich liebe Holz. Wir haben Forst und dann hast du oft eine Begebenheit im Wald. Da fällt der Wind, einen riesen Urbaum, eine Lärche. Krumm gewachsen, für die Industrie, für einen Tischler absolut nicht brauchbar. So, dann stehst du jetzt vor diesem riesen Ding und sagst, das kann es ja jetzt wohl nicht sein und du kannst jetzt die Jahresringe zählen von diesem Baum. Und dann habe ich aufgehört, bei 500 Jahren zu zählen. Und dann habe ich gesagt, und der Baum, der wird nicht verheizt. Aus dem Baum muss ich was machen und ich habe draus ein Fauteuil gemacht. Jetzt setzen sich Gäste rein und erschrecken sich, weil sie meinen, das ist ein Ledersessel. Dabei ist ein reiner Holzsessel. Der steht noch mal ein paar tausend Jahre. Dann habe ich diesem Baum ewiges Leben geschenkt. Und das ist etwas, was da drin, ganz drin, irrsinnig gut tut. Diese Idee des Dorfes haben wir ja schon vorher gehabt, vor dem Brand. Nach 2-3 Jahren haben wir mal so ein bisschen Durchhänger gehabt. Und dann ist mein Vater hergegangen und hat gesagt, er sagt, man spinnt hier, das Ding läuft, wir sehen, das Ding läuft. Früher war es mein Schwiegervater, der mit den Kindern die Kleintiere versorgt hat, mit den Gästen in den Stall gegangen ist. Und mein Mann in sehr jungen Jahren hat immer ein bisschen darüber gelächelt. Und wie der Tag gekommen ist, wo der Schwiegervater am Bankel niedergesessen ist vor einem Stall und gesagt hat, so, und jetzt kann ich wirklich nicht mehr, hat mein Mann wortlos diese Aufgaben aufgenommen. Und ich kann mich erinnern, als ich meinen Sohn das erste Mal da über die Schwelle reingetragen habe und mir gedacht habe, du armes Kind, eigentlich ist dein Weg schon so vorbestimmt. Ich denke, dass die Kinder das einfach mitbekommen, wie die Eltern denken, welche Hoffnungen sie in die Kinder setzen. Wenn man sich entscheidet, ein Haus zu übernehmen, dann hat man auch große Verantwortung, wieder eine Generation heranzuziehen, die diesen Hof weiterführt und auch wieder mal in Hände legt, die es weitertragen. Der Sport am Ganzen ist sicher, den Betrieb besser weiterzugeben, wie du ihn übernommen hast. Das ist eigentlich irgendwie diese Lebensaufgabe, was so ein Hof mit sich bringt. Das haben auch alle Generationen vor mir gemacht. Die sind hier aufgewachsen, haben dann den Betrieb bewirtschaftet, haben den Betrieb weitergegeben und sind auf dem Betrieb mehr oder weniger gestorben. Das ist einfach, wir nennen es Kreislaufwirtschaft, nicht?
Im Jungbrunn haben sich die Generationskonflikte mit der Zeit verwässert und die Alexis aus dem Denver-Clan hat sich noch ausgesöhnt mit ihrer Schwiegertochter, der Affäre ihres Sohnes von der Partyinsel. Es gibt ja eine Ibiza-Affäre und es gibt meine Ibiza-Affäre. Heute, wir fahren jedes Jahr hin und jedes Jahr setzen wir uns an den Tisch, an dem wir uns kennengelernt haben vor 31 Jahren. Wir waren beide ein bisschen happy. Wir waren schon beide ein bisschen. Aber da wollen wir jetzt nicht so ins Detail gehen, bitte. Die waren ja auch viel am Feiern früher. Primär, klar, am Gast präsent sein und so in der Bar. Mama hat echt auch viel gearbeitet und war dann natürlich auch länger mal unterwegs. Aber sie ist immer in der Früh aufgestanden und hat uns Frühstück gemacht. Meistens ein Früchtetee. Ja, und wenn sie dann halt einmal sehr im Hangover war, ist es dann schon mal vorgekommen, dass der Tee vielleicht nicht so geschmeckt hat. Dann hat sie uns einen Tee gemacht. Dann sind wir da gesessen. Ich so, Mama, ich kann den Tee nicht trinken. Dann sagt sie, sei jetzt du nicht so. Haut noch mal zwei Löffel Zucker rein. Wir haben noch mal probiert. Ich so, Marcel, wir haben uns fast angespielt. Ich so, Mama, ich kann den Tee nicht trinken. Ach, jetzt hör doch auf, hat sie gesagt. Dann hat sie selber probiert. Dann hat sie den Tee über den ganzen Frühstückstisch gespuckt. Und dann war klar, dass da Salz anstatt Zucker drin war. Ich habe mich 30 Jahre lang darauf vorbereitet, eine gute Übernahme hinzubringen. Ich bin froh, dass Marcel so ein leidenschaftlicher Gastronom geworden ist und das auch von der Pike auf gelernt hat. Und ich spüren kann, was er für eine Liebe und Leidenschaft hat und man ihn nicht dazu drängen und hinschieben musste, noch unser Lebenswerk weiterzuführen. Mama und Papa sind meine Berater. Die hocken daneben, nebendran. Ich bin froh und dankbar, dass die zu allem ihren Senf dazugeben. Aber entscheiden muss immer einer zum Schluss und das bin ich. Aber Mama und Papa haben das da als so, wie es jetzt ist, mit dem Hotel und mit mir. Und da sind schon Mama und Papa verantwortlich. Und da bin ich schon auch ein bisschen sehr dankbar. Offline haben wir uns ja schon lang vorgenommen, auf den Berg gehen. Hauptsache danach war der gescheite Wellnessanlage. Relaxen unterm Spiegelbaum, ein Essen am Hof gewachsen und dann ein Zirpenbett vom Bauer Heinz.